und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Lost Ark. Ich habe jetzt wieder ein paar Tage nicht mehr gespielt und muss erstmal schauen, ob ich mich, beziehungsweise wie ich mich zurechtfinde. Ich weiß, dass wir hier unten das entfernte Klingeln einer Glocke, dass wir mit Seria noch sprechen müssen. Ich glaube, wir hatten gesagt, dass wir das als erstes machen. Genau, das Boreas Reich, das kommt nämlich erst später. Ich bin nur gerade am überlegen, Keller der Schwarzen Rose, war das unser eigentliches Ziel? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich würde sagen, dass wir uns erstmal zu Seria bewegen. Warum kann ich denn wieder das mit der Glocke hier machen? Moment, wir gehen da nochmal hin. Wieso soll ich denn nochmal da hochklettern? So, ich soll das gar nicht. Es wird mir nur noch mal angezeigt. Okay, den Teil verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ich dachte schon, das wäre jetzt wieder zurückgesetzt worden, weil wir zwischendurch offline waren oder so. Bessere Zeiten werden kommen. Hallo. Hi. Schön, dich wiederzusehen. Ich habe mich umgesehen, weil ich mir Sorgen um die Leute gemacht habe, die im Dorf geblieben sind. Wir hätten etwas eher kommen sollen. Dass dieser Ort von Heretikern heimgesucht wird, hat leider schon fast Tradition. Allerdings war das Dorf noch nie so verlassen wie jetzt. Ich frage mich, ob es allen gut geht. Wir sollten uns beeilen. Wir müssen schnell zur Schwarzrosenkapelle. Amel! Die Schwarzrosenkapelle ist nicht weit vom Dorf entfernt. Basierend auf dem, was mir die Dorfbewohner gesagt haben, soll die Anzahl der Heretiker irgendwann zugenommen haben. Und der Zutritt zur Kirche wurde eingeschränkt. Wir müssen wohl einen Weg finden, in die Kirche zu gelangen. Okay. Ich glaube, wir können nochmal über den Ranken der Schwarzen Rose. Können wir jetzt nochmal mit dem reden? Zeig doch mal an. Nee, wir müssen mit ihr reden. So. Oh, so viele Soldaten helfen unserem Dorf. Ich bin so dankbar. Wir leiden jetzt schon so lange unter den Heretikern. Aber egal. Wie lange wir auch gefleht haben, Schericht hat einfach nichts unternommen. Die Heretiker sind zwar nicht mehr so aktiv wie damals, als König Thirain den Thron bestieg. Allerdings haben sie begonnen, von ihrem Hauptquartier aus, der Schwarzrosenkapelle, geheimere Operationen durchzuführen. Wenn du die Kirche untersuchen willst, solltest du dein Glück am besten bei den Leuten versuchen, die die entsprechenden Verbindungen haben. Oh, da fällt mir ein, es gibt da einen Schwarzbrenner, der die Heretiker mit Ritualwein versorgt. Warum stattest du ihm nicht einen Besuch ab? Das Einzige, was uns angespornt hat, war der Gedanke, aus dem Dorf Entführten zu retten. Ich würde das Dorf über die Überlebenden gerne etwas angenehmer gestalten, aber wo soll ich nur anfangen? Vielleicht sollten wir bei diesen grässlichen Spinnweben beginnen und sie entfernen. Würdest du mir dabei helfen? Naja, du bist eine alte Frau, ne? Welche Spinnenweben denn? Entferne die Spinnenweben. Jetzt wollte ich gerade da reingehen. 5, so. Achso, den muss ich drauf schießen. Ah, okay. Okay, dann wollen wir denn noch welche? Oben vielleicht. Nein, die wollen mir alle keine Spinnweben geben. Ah, da. So. Bitteschön, gern geschehen, alles erledigt. So. Vielen Dank. Wenn das Dorf ein wenig einladender aussieht, solltest du uns erneut einen Besuch abstatten. Aber komm erst vorbei, wenn die Rosen blühen, ja? Okay. Eine Hand wäscht die andere, stimmt's? Ja, für gewöhnlich schon. Hallo Marco. Du willst zur Kapelle? Was willst du an diesem unheilvollen Ort? Willst du herausfinden, warum alle so verrückt sind? Ich weiß nicht, ob du dort irgendwelche Hinweise findest, die dir weiterhelfen. Aber wenn du uns zur Hand gehen würdest, könnten wir dir Zutritt verschaffen. Hierfür müsstest du die Weintöpfe transportieren, die wir insgeheim versteckt haben. Denkst du, du kriegst das hin? Klar.
Also die müssen hier hin, nehme ich mal an. Weinfässer, die versteckt wurden. Das sind doch bestimmt... ich wollte gerade sagen, das sind doch bestimmt diese großen Dinger, die ich hier vorhin gesehen hatte. So, darf ich damit laufen, tanzen und springen? Oder gehen die kaputt? Ich bin aber echt stark, wenn ich so ein riesiges Weinfass hier so einfach transportieren kann. Respekt. So, jetzt wüsste ich gerne... glaube ich, ne? Ja, perfekt. Auch einer reicht. Ah, sieht nützlich aus. Ich musste mir fast ein Bein ausreißen, um da ranzukommen. Sie haben den Wein ganz eilig für irgendein Ritual in ihrer Kapelle gebraucht. Jetzt nimm dies an dich und such meinen Freund auf. Brian, er wird dir Einlass gewähren. Okay. Wobei ich hier noch eine Quest habe, so wie es aussieht. Und das dürfte dann der Brian sein. Nee, das ist wieder eine andere. Das heißt, das hier ist dann der Eingang. Erfahrungsgemäß sollte man das ja mal vorher machen. Das heißt, wir gehen hier mal runter. Wie du vielleicht bereits gesehen hast, sind Spinnen einer der Gründe, weshalb Stixia so eine düstere Stimmung herrscht. Vielleicht können wir der Spinnenplage etwas Einhalt gebieten, wenn wir uns um die Spinneneier in der Nähe kümmern würden. Vielleicht. Okay, die sind dann da oben. Das heißt, da könnte ich quasi rein und dann zum nächsten reiten. Dann würde ich sagen, machen wir das doch. Tschüss. Ach da. Und natürlich platzen die dann auf. Das war ja klar. Haben wir alle? Sehr schön. Muss ich da vorne aber abgeben, ne? Habe ich richtig gesehen. Okay, perfekt. Das könnten wir... Nein. Geh doch einfach dahin. Sammel das ein. Nein, können wir wieder nicht. Irgendwie funktioniert das nicht mehr, obwohl ich Erntewerkzeug und alles habe. Das habe ich ja schon mal ein paar Folgen davor gesagt. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ist jetzt nicht so dramatisch, behaupte ich mal. So, da ist ein Fragezeichen. Das heißt, hier muss ich was abgeben. Was tust du? Warum tötest du Spinnen? Spinnen sind nützliche Lebewesen. Na gut, einige von ihnen sind sicher ein wenig gefährlicher. Aber wenn man weiß, wie man mit ihnen umgehen muss, sind sie harmlos. Okay. Ich bringe alle um, wenn sie mir über den Weg laufen. Das ist mir sowas von scheißegal. Wenn all die Kinder so hart für das Dorf schuften würden, kann ich nicht einfach rumsitzen und nichts tun, verstehst du? Ich bin rausgekommen, weil ich irgendwie helfen wollte. Allerdings scheine ich nicht viel tun zu können. Aber ich schätze, dass all die Kinder da draußen eine deftige, hausgemachte Mahlzeit vermissen, oder? Wenn wir ein paar Alraunen dämpfen würden, würden sie sich sicher darüber freuen, nicht wahr? Ich bin mir nicht sicher. Alraunen kenne ich noch von Harry Potter. Ob sie sich darüber freuen würden? Sammler Alraunenwurzeln, 2 Stück, irgendwo in diesem irgendwo in diesem Gebiet. Unten ist natürlich jetzt ein Boss, da möchte ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht so reinlaufen, weil mich das nervt. Sind das Alraunen? Das sind Alraunen, okay. Ja, ich habe das andere jetzt da drauf, ich weiß. Das war's, ne? Okay, perfekt. Gut, muss ich zum Fragezeichen wieder zurück, ja. Ich habe nur keine Lust, dass dann immer wieder irgend so ein dämlicher Boss und dann irgend so eine kurzzeitige Quest quasi da reinkommt. Wunderbar. Ich werde ein köstliches Essen zubereiten, das es in sich hat. Wart's nur ab. Würdest du das bitte den... Achso, tada, es ist fertig. Würdest du das bitte den Kindern von der Miliz bringen? Oh, ich hatte schon eine ausreichende Portion.
Ich habe während der Zubereitung bereits ausgiebig gekostet. So sind Mütter nun mal. Ja, nicht alle. Ich meine, ne? Okay, da müsste ich jetzt... Sollte ich das nicht Kindern geben? Das sind doch keine Kinder mehr hier. So, du auch noch was? Bitteschön, gern geschehen. So, dann... Ach du Schande. Verteile es an die Milizsoldatin... Oh Gott, jetzt fangen sie hier auch noch mit der Babysprache an, oder was? Ich weiß nicht, ob ich das Let's Play dann weiterführen möchte. Also wenn das jetzt tatsächlich auch noch innerhalb der Texte kommt, dann bin ich wirklich raus. Das ist von Mutter? Haha. Warum wird mir da auf einmal so übel? Da muss etwas... Das muss von etwas stammen, was ich zuvor gegessen habe. Nun, wir können nicht zulassen, dass Mutter umsonst gekocht hat. Werte Ritterin, du bist eingeladen, mir Gesellschaft zu leisten. Nachdem sie sagt, dass ihr davon übel wird. Ja, danke. Kostet es Kraftfutter, also mit F5. Der Geruch ist wirklich schlimm. Okay. Ja, das war klar. Das war nicht geplant. Sicher? In meinen 17 Jahren hätten mich die Kochkünste von Mutter schon einige Male fast das Leben gekostet. Daher habe ich wohl instinktiv so reagiert. Aber ich weiß, dass die Mahlzeit definitiv gut für deine Gesundheit ist. Also bitte versteh mich nicht falsch. Du fühlst dich bestimmt schon seit einiger Zeit ganz energiegeladen und du brauchst diese Energie, um die Heretiker zu kümmern und die Dorfbewohner zu retten. Ganz sicher. Ja, Energie schon, aber ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt geholfen hat. Was ist denn jetzt hier neu gekommen? Irgendeine Truhe? Bin mir aber nicht sicher, welche. Verstärken, Auswahltruhe, könnte irgendwas damit sein. Oder ist das die hier gewesen? Kampfgegenstandstruhe. Ja, doch, ich glaube, das war die. Aber die müssen wir jetzt nicht unbedingt öffnen. So, dann haben wir noch, ja, Boreas Reich nicht, sondern noch die 1. Da reiten wir mal eben hin. Ja, dich muss ich leider stehen lassen. So. Schrei doch nicht so. Alles gut. Huch. Halt! Hallo, Freunde. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Ich habe hier den Zeremonienwein der heutigen Lieferung. Wir führen ein Ritual durch. Niemand darf herein. Wirklich? Das ist ein Problem. Für uns auf jeden Fall. Müssen wir wahrscheinlich mit dem Typen mal eben reden, oder? Ja. Er sagte, er brauchte Alkohol. Was ist los mit ihm? Tut mir sehr leid. Schätze, es ist irgendwas Wichtiges passiert. Sie lassen keine Fremden rein. Ich nehme nicht an, dass du einfach den Eingang nehmen kannst. Also, welchen anderen Weg gibt es? Oh. Du solltest mit Charon reden, dem Grabhüter. Dieser alte Kerl kennt das Gebiet besser als jeder andere. Er kann dir bestimmt helfen. Allerdings ist er nicht gerade sehr umgänglich. Er wird bestimmt eine Gegenleistung verlangen. Der ist natürlich wieder ganz unten und mit ein bisschen Glück ist das dann vorbei. Oder? Taucht das hier nochmal auf? Ne, die tauchen anscheinend nicht mehr. Ah, doch, sie tauchen wieder auf. Moment, irgendwo hier war der. Da. Du willst in die Kapelle schleichen? Ich kenne einen Weg hinein. Und? Ich bin immerhin schon seit einem halben Jahrhundert der hiesige Grabhüter. Ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der mehr über die Schwarzrosenkapelle weiß als ich. Wie du da reinkommst, lass mich mal überlegen. Au, mein Rücken bringt mich noch um. Aber es ist nicht nur mein Rücken, mir tun auch alle Gelenke weh. Da fällt mir ein, ich habe gehört, dass der Pollen von Knochenjasmin ein gutes Mittel gegen Rückenleiden sein soll. Angeblich wachsen sie auf Leichnamen. Oh, super. Wenn du mir einige bringen würdest, wäre ich vielleicht in der Lage, dir zu sagen, wie du dort reinkommst. Möchte er jetzt Leichname haben oder möchte er nur die Knollen haben?
Hehe, nachdem ich ein halbes Jahrhundert lang Grabhüter war, kann ich alleine am Gesicht einer Person erkennen, wann sie stirbt. Sieht aus, als würdest du dich Tausenden von Nahtoderfahrungen gegenüberstehen. Das ist nicht unbedingt was Schlechtes. Das heißt, dass du schwer zu töten bist. Ein schlimmeres Schicksal erleiden all die armseligen Narren, die nicht einmal bemerken, dass sie tot sind. Weißt du, auf diesem Friedhof gibt es nicht nur Leichen. Es gibt außerdem diese verwirrten Grabwächtergeister, die dort noch immer ihrer Arbeit nachgehen, ohne zu realisieren, dass sie sich um ihre eigenen Gräber kümmern. Würdest du ihnen helfen, die letzte Ruhe zu finden? Klar. Oh Gott, müssen wir die alle machen? Ach du Schande, okay. Das hört sich ja nach einer lustigen Aufgabe an. Moment, hier erstmal was aufheben. Ach, ihr... Okay, ihr greift mich an. Das habe ich schon fast gedacht. Moment, das sind aber nicht die Grabwächtergeister. Das kann man anscheinend sonst einsammeln. Okay. Ach, das sind wahrscheinlich die, oder? Ich bin der richtige Grabwächter. Ja, ich würde sagen, das war's. Der war da unten. Also die anderen Typen, habe ich jetzt gedacht, das wären jetzt die Grabwächter, aber die sahen natürlich auch nicht danach aus. Du bist hier. Ja. Einfältige Narren. Ich hoffe, sie fanden ihren Weg in die jenseitige Welt. Oh, danke. Ich hätte nicht gedacht, dass du es mir tatsächlich bringst. Aber wenn du schon so nett bist, mir die Pollen zu bringen, werde ich sie gut einzusetzen wissen. Siehst du den großen Baum in der westlichen Ebene dort drüben? Daneben gibt es eine kleine Spalte. Die Kirche ist so alt, dass es dort überall Risse gibt und ich bin zufällig auf diese Spalte gestoßen. Davon ausgehend, dass sie immer noch existiert, werden die Heretiker sie wohl nicht entdeckt haben. Das ist eine sehr intelligente Schlussfolgerung. Okay, ich würde gerne einfach weiter nach da oben laufen. Können wir das? Ach so, das können wir so nicht, ne? Moment, Verkleidungsvorbereitung. Ach so. Ah, das ist dann wahrscheinlich die Spalte. Verstehe. Ich dachte, hier oben ist jetzt die Spalte, wo das Ausrufezeichen ist. Haha. Hallo, ich bin Acheron, der Hauptmann der Miliz von Stixia. Ich habe gehört, du sollst vorhaben, die Kapelle zu infiltrieren. Nein. Wir haben ebenfalls eine der unseren in die Kapelle eingeschleust. Und jetzt habe ich Angst, dass sie irgendetwas Dummes tun könnte. Sie hat einfach nie gelernt, was Furcht ist. Wenn du sie siehst, dann sag ihr bitte, dass sie nur spionieren soll und nichts anderes. Oh, und wenn du mit ihr redest, gibt sie vermutlich vor, eine Heretikerin zu sein. Mein Codename ist Kuckuck. Wenn du sie also fragst, ob sie den Kuckuck rufen hört, wird sie wissen, was los ist. So wie der Kuckuck im Nest, ja? Verstehe. Das ist gar nicht so doof gemacht. Okay, also da oben ist wahrscheinlich die Dame, mit der wir reden müssen. Und hier, denke ich mal, müssen wir dann rein. Da muss ich aber wieder an den blöden Vollidioten hier vorbei, ne? Ja, ist ja gut. Nee, ihr jetzt nicht auch noch. Lasst mich doch alle in Ruhe! Amel? Ich bin's. Alter, was machst du denn hier drin? Offenbar findet heute Nacht ein großes Ritual statt. Wir sollten die Kirche infiltrieren, um herauszubekommen, was genau die Heretiker vorhaben. Mondgöttin, du wirst für das Ritual eine geeignete Verkleidung brauchen. Das Ritual findet bei Einbruch der Nacht statt, also beeile dich. Okay. Auffällig, dass ich hier rumreite? Nö, ne?
Was ist los? Bruder. Kannst du den Kuckuck rufen hören? Wie? Hat dich Hauptmann Scheirun geschickt? Psst, die anderen Heretiker dürfen uns nicht auf die Schliche kommen. Also bitte nicht so laut. Glücklicherweise ist niemand in der Nähe, der uns schnappen könnte. Ich würde mit der Aufklärungsmission betraut, diesen Ort zu infiltrieren. Diese Bastarde müssen irgendwas vorhaben. Sie planen, die entführten Dorfbewohner bei ihren Ritualen zu opfern. Die Bewohner wurden irgendwo in die Kapelle weggesperrt. Obwohl es mir nur erlaubt ist, alles zu beobachten, um meine Mission nicht zu gefährden, fällt es mir schwer, meine Wut zu bändigen, wenn ich an das böse Tun denke. Ich würde nichts lieber tun, als sie alle zu töten. Oh, da ich gerade daran denke, auch wenn mir wegen meiner Mission die Hände gebunden sind, darfst du sehr wohl etwas tun, nicht wahr, Ritterin Mondgöttin? Richtig, hehe. Ja, lösche die Heretiker aus. Achso, ich soll mit denen kämpfen. Und überprüfe das Porträt des Heretiker-Ältesten. Ich gehe schon mal vom Pferd runter, weil wenn ich jetzt wirklich kämpfen soll, ich weiß nicht, ob ich jetzt angreifen? Eindringling! Natürlich greifen sie mich an. Was denn sonst? So, schnell. Banner der Ältesten. Was? Die drei Stellen, da muss ich auf jeden Fall hin. Oh, sehr schön. Wahrscheinlich da unten, oder? Mann der Ältesten. Ich weiß nicht, was das ist. Alle, Konzentration! Sammle Verkleidungen. Ach so. Soll ich eigentlich noch verkleiden? Ich dachte, weil die mich jetzt eh schon gefunden haben. Ja, wo soll die Verkleidung hier sein? So, Moment, prüfen. Es strömt ein sanftes Aroma. Ach so, das waren Samen. Ich dachte, das wäre die Verkleidung. Kommen die nicht schon wieder, oder? Das ist so ätzend, dass man nicht mal eben eine Minute gucken kann irgendwo. Da oben war doch was. So, jetzt geh mir hier nicht auf den Sack, sondern nimm das. So, den Umhang. Können wir jetzt den Rest erstmal wieder laufen? Nein, lauf. Lauf. Selten dämische Kuh. Lauf. Ich habe keine Lust jetzt hier. Kommen die nicht ernsthaft die komplette Strecke hier runter, oder? Oh, wollt ihr mich verarschen? Ist das alles eingesammelt? Ja. Wer bist du? Offensichtlich nicht euer Freund. Oder eure Freundin. Wo sind sie denn hier überall rumstehen? Wer bist du? Ich will doch nur ein paar Sachen einsammeln hier. Ach, das ist schon wieder Mokosamen. Oh. Hier soll aber was anderes verstecken. Da. Und dann müssen wir noch einmal nach da oben. Oh.
Nein, gib mir aus dem Weg. Ich habe gerade keine Zeit. Ich muss hier gucken. Ich hätte auch reiten können. Das geht schneller. Ich weiß, ich weiß. Guten Tag, Partysprengung. Warum herrscht so eine Unruhe in dieser heiligen Kirche? Das kann ich nicht sagen. Vielleicht liegt das an den komischen Typen, die hier rumlaufen. Noch ein A, ah, aber da hinten ist das Ding. Kann ich mal eben platt. Tada! Jetzt würde ich auch gerne wieder reiten, genau. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wir müssen hier runter. Da und dann quasi direkt außerhalb der Kirche, ne? Oder Kapelle. Obwohl, nee, nee. Das ist ja noch innerhalb der Kapelle. So. So, und jetzt gehen die mir wieder auf den Sack, weil die mir wieder bis zum Questgeber folgen. Doch nicht? Okay. Gehen wir erstmal zu dir. Wow, du bist ein lebendes Beispiel für eine Ein-Mann-Armee. Danke, dank dir fühle ich mich jetzt schon wesentlich besser. Ich danke dir. Du warst mir ein strahlendes Vorbild, Mondgöttin. Auch ich werde mein Bestes tun, um bereit zu sein, wenn es darum geht, diesen Heretikern den Todesstoß zu verpassen, wahrscheinlich. Du bist bereit. Na dann los. Okay. Oh! Ältesten Mitglied. Hallo. Das Ritual beginnt bald, aber du bist noch hier. Ja, genau. Bitte eile schnell zur Haupthalle. Alle warten schon. Wo ist denn die? Da hinten, okay. Das erinnert mich daran, wo wir, war das in der letzten Folge, wie ein Clown verkleidet waren. Werden wir den Meister. Was ist mit dem Meister? Letztens haben wir das Opfer vergeudet. Diesmal werden wir im Keller viel mehr Opfer haben. Okay. Sie alle warten bereits. Die Heretiker waren für mich eigentlich immer ein schönes, fröhliches Völkchen. Zumindest bei Final Fantasy. Oh. Glücklicherweise haben sie es wohl noch nicht bemerkt. Bleib ruhig. Ich bin an deiner Seite und helfe dir. Das ist schön. Imitiere ihre Lobesgesten. Okay. Beehrt uns mit eurer Anwesenheit. Oh, Wahnsinn. Oh, Meister der Verwüstung. Imitiere ihre unser Gebete. Unser Meister kommt. Unser Meister kommt. Nur noch ein bisschen. Nur noch ein bisschen. Oh, oh. Ich kann die Macht des Meisters spüren. Steig zu uns herab. Wir werden noch geschnappt. Wer stört das heilige Ritual? Was tust du da? Ich drück W. Nein, das Ritual wird... Der Meister. Sie schwinden dahin. Das ist aber jetzt so gewollt, oder? Weil ich drück die ganze Zeit W, wenn da W steht. Und Q, wenn da Q steht. Das ist nicht der Meister! Was? Ups. Was ist schiefgegangen? Du! Wie kannst du es wagen, unser Ritual zu stören? Tod dem Eindringling! Hallo? Ich bin der Meister! Keinen kommen! Also der Älteste. Oh, jetzt nicht mehr. Hallo?
Moment, F1, F1 heile ich mich nicht genau. Weg, weg, weg! Ein bisschen spät jetzt, ne? Natürlich. Warum auch nicht? Und die anderen sind nur hier. Lasst meinen Armel in Ruhe. Der muss mir noch helfen. Ja, schnell. Genau. Ich wäre jetzt in die andere Richtung gelaufen. Du jetzt auch. Gut. Komm mit. Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht, aber... Doch, wir müssen zur 1 unten. Okay. Können wir auch... Nee, wir können leider nicht reiten. Okay. Oje, oje. Aber wir scheinen sie aufgehalten zu haben. Zumindest vorerst. Ist nicht ganz so gelaufen, wie ich gedacht hatte, aber... Amel, sag doch mal was. Ich kann nämlich gerade nicht reden. Mein Hals. Da sind immer noch einige Gefangene im Gebetsraum. Ja, da ist er. Ich wollte gerade sagen, ich soll mit dem sprechen. Wir müssen die Gefangenen im Keller befreien. Und zwar schnell, bevor... Bevor was? Nein, wir wissen schon Bescheid. Ist okay. Okay, jetzt konnte ich das Ding da immer noch nicht machen. Toll. Das heißt, wir kommen jetzt in den Keller der Schwarzen Rose. Heißt für mich, dass wir am besten hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil die Folge jetzt auch schon wieder über eine halbe Stunde ist. Und dass wir uns dann in der nächsten Folge hier wiedersehen. Bis dann! Ciao!